Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft Infinity Underground. So, gut. Wir haben es geschafft. Wir pumpen hier die Lava leer. Und in der letzten Folge ist mir ein Fauxpas passiert. Ja, habt ihr bestimmt gesehen, mir ist das Lavafass, das volle Lavafass hier in die Lava gefallen. Und das Fass hier ist auch schon wieder voll. Okay, das bedeutet jetzt mal Folgendes. Wir haben ein paar Sachen jetzt vorzumachen. Ich brauche wir brauchen Flüssigkeitsrohre, das heißt, wir brauchen Dichtung. Dichtung bekommen wir aus Kaktusgrün. Kaktusgrün kriegen wir mal, indem wir Kaktus schmelzen. Ja, einfach im Ofen. Das heißt, wir werden jetzt mal nach oben gehen, gucken, dass wir uns ein bisschen Kaktusgrün ergaunern und auch noch ein bisschen Sand. Das heißt, wir werden uns hier jetzt mal unsere Materialien entledigen, was wir jetzt nicht brauchen. Wir haben 15 Diamanten gefunden, die lassen wir natürlich mal da. Das nehmen wir mit. Das Eisen lassen wir auch da. Redstone lassen wir da. Rubin lassen wir da. Das Bruchstein nehmen wir mit. Den Eimer nehmen wir auch mit. Oder auch nicht. Ne, lassen wir da. So. Hammer ist repariert. Die Schaufel müssen wir eine neue bauen. Und das Bett brauchen wir. Ja, wir sind ja das letzte Mal auch mal gestorben. Das machen wir mal dahin. Und wir sind vom Spawnpunkt wieder. Haben wir wieder zurücklaufen müssen. Es hat jetzt folgende Grund, warum wir jetzt hier auf Tour gehen. Ich brauche Rubber Tree. Ja, wir werden uns ein bisschen Rubber Tree suchen. Und. Das habe ich alles. Ich babbel so viel. Ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren. Da ist noch die Steinaxt. Die nehmen wir auch mit. Wir werden das alles mal. Ne, die Steinhacke lassen wir da. Was wir noch machen können. Ja, machen uns noch ein bisschen Brot. Dass wir ein bisschen was zum Futtern haben für unterwegs. Was ist das? Sesam ist das. Das lassen wir mal. Knoblauch. Für mich ist im Moment nur das Getreide interessant. Mit dem Rest beschäftigen wir uns dann später auch mal. So, jetzt werden wir mal hier noch Weizensamen einpflanzen. Kann das nämlich wachsen hier. So, was wir noch machen, den einen Wegpunkt, den tun wir löschen hier. Löschen. So. Okay, ich würde sagen, achso, ja, stellen noch ein bisschen Brot her. Die Karotte pflanzen wir wieder ein. Hier. Was ist denn das? Ananas. Naja. Wehe, du machst meine Ananas. Die Luftscherbe bleibt da. Weizenmehl. Okay, wir müssen backen uns mal noch schnell ein bisschen Brot. So. Ja komm, bis das Brot fertig ist, werden wir mal hier noch ein bisschen graben. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Eisen finden. Fackeln. Lass mal hier in der Hand. Das mache ich jetzt bloß so lange, bis das Brot fertig ist. Ich bin einfach auch neugierig, was da hinten ist. So, geht ja schnell. Da mal. Oh,
kommen wir schon wieder auf Redstone, okay. Ja, wir werden uns in den nächsten Folgen dann, sobald das Lavafeld oben leer ist, werden wir uns einen neuen Hammer craften. Mit Obsidian. Ja, gucken wir mal hier durch. So. Und da mal das hier abbauen. So. Vielleicht treffen wir ja noch auf Eisen. Eisen. Sehr schön. Gold. Ja, das sieht komisch aus, wenn es der Hammer nicht abbaut, ne? Okay. Zinnobererz. Für was auch immer. So, gehen wir hier weiter. Sehr schön. Okay, wie viel Eisen haben wir? 13 Stück. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und dann werden wir uns noch mal eine Tonne bauen, bevor wir losgehen, damit da weiter das abgefüllt wird. Bisschen Eisen möchte ich noch, bevor wir losgehen. Okay. Alles einsammeln hier. Und dann gehen wir halt so los. Wir werden das Lavafeld da oben schon leer bekommen. Da bin ich überzeugt von. Den Hammer reparieren wir. Okay. Brot reicht erstmal. Eisen da rein, Kohle auch. Und den Rest schmeißen wir mal hier in die Truhe. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal los und gucken, dass wir ein bisschen Rubber Tree finden. Ich möchte eigentlich nicht los, ohne dass da die Pumpe läuft, ey. Das ist
Gold da oben. Komm, wir machen noch eine Tour, machen wir noch schnell. Ich brauche nicht viel Eisen, bloß noch 4 Eisen brauchen. Und dann können wir los. Diamant. Das sage ich natürlich auch nicht, nee, ne? Elektrolyt. Ich möchte jetzt aber nicht wirklich Diamant haben, ich möchte Eisen. Bisschen Eisen finden hier. Steinkohle. Okay, gucken wir, dass wir hier wieder rauskommen. Gravel. Ich hasse Gravel. Ist da Eisen? Eisen. Reicht das? Jawohl, reicht. Okay. Dann brennen wir das mal schnell durch. Das war mein Ziel. Und das machen wir jetzt schnell. So, Kohle da rein. Das Zeug, das räumen wir mal hier schnell auf. 23 Diamanten. So, wir können schon mal Folgendes craften. Warte mal. Extra. So, wo ist unsere Tonne? Eins, zwei. Dann können wir dich craften. Nee, können wir nicht. Ist doch reichen. So. Okay. Du bist auch fertig. Und dann bauen wir uns hier noch eine Trommel. Und dann kann da nämlich, solange wir unterwegs sind, hier noch weiter das Eisen abgepumpt werden. Zack, gleich eingesackt. Und los geht's. Autsch. So. Okay. Ja. Voll. Auch voll. Die 15 nehmen wir mit. Dann geht's los. Ja. Wir haben. Tun wir noch was essen. Und dann suchen wir uns Rubber Tree. Das ist.
wichtig, sage ich mal, ja, damit wir unsere Industrie hier unten dann mal in Gang kriegen. Na, hoch. Das ist immer hier so eine heikle Stelle. Na. Und außerdem, wenn wir dann schon mal unterwegs sind, ich hoffe mal, da oben steht noch mein Bett, ne? Das nehmen wir natürlich auch mit. So. Nein. Boah, nicht. Okay. Das macht aber nichts. Was ist das? Ein Birkensetzling. Ja, wir werden ja unterwegs ein paar Schafe finden. Ich nehme das hier noch mit. Wir nehmen mal das Schwert in die Hand. Und die Axt. Okay. Wir haben ein bisschen Holz. Da ist ein Schwein. Ah, es wird schon wieder Tag. Sehr schön. Was ich jetzt mal noch kurz machen wollte, ich gehe mal hier auf den Berg, weil das ist schon mal eine kleine Vorbereitung für eins der nächsten Operationen, was wir hier machen. Alle ab. Ach, so. Ich will mir da oben auf dem Berg einen Wegpunkt setzen. Wenn die noch mal hier hochkommen würden. Ja, schon mal die Schaufel hier verwenden. So. Alle ab. So. Sind wir oben. Oder auch nicht. Jetzt geht doch mal da hoch. Was bist du für ein Baum? Ein Eichenholzbaum. Okay, Eiche. Eine Eiche. Ein Eichenbaum, ja. Du tust mir nichts und ich tue dir dann auch nichts. So ungefähr die Mitte möchte ich von dem hier haben. So, ich würde sagen, ja, machen uns hier mal einen Wegpunkt. Bergmitte. Für was, das werden wir in den nächsten Folgen erfahren. Okay. Botanie nehmen wir mit. Das sind wieder diese ominösen Kreaturen. Ja, lass mal. Oh, eine. Was ist das hier? Obsidian-Totem. Unbekanntes Dimlet. Eisenbarren. Dunkelstahl. Kupfer. Iridium nehmen wir mal mit. Ein Wegwerf-Safari-Netz nehmen wir natürlich auch mit. Ein Sattel. Eine Schallplatte. Namensschild? Okay, nehmen wir alles mit. Das ist ja mal genial. Okay. Damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Wir werden in die Richtung gehen. Da ist ja mehr Überall und wir brauchen ja
Muss mal jeden Baum angucken, Eiche. Dass wir Dings bekommen. Rubber Tree. Entschuldigung, ihr zwei Schafe, ihr müsst leider sterben. Ich weiß nicht, wo mein Bett geblieben ist, aber irgendwo ist es. Hoppla. So, da ist noch ein Schaf. Na komm her. Tut doch nicht weh. Komm her. Okay, haben wir dreimal Wolle. Schön. Dann auf geht's zur großen Wanderschaft. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Die nehmen wir nicht mehr. Ist eine Biomes of Plenty. Was sind das doch? Ach, Kakteen brauchen wir auch. Gell? Nicht vergessen, Kakteen. Goldkies, lassen wir mal. Nehmen wir alles mit hier. Wahrscheinlich ist dann auch bald mein Rucksack wieder zugemüllt. Kakteen. Das sagt nicht, mein Inventar ist voll. Ei. Weg mit dir. Das für ein komisches Sanguora-Kaktus noch nie gesehen. Die lassen wir mal, brauche ich noch nicht. Kakteen, wir brauchen Kakteen. It's kind of pathetic, you get all erratic. All dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers, remember our fathers. They dwelled in a world that was rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style. Courage was shining in his eyes. As he said, screw you guys, mind your own business. I'm off now, goodbye. Weibsand. Wie ich es liebe. So. Die werden wir vielleicht auch mal brauchen, aber jetzt noch nicht. Darum nehme ich sie auch noch nicht mit. Ich kann nicht alles mitnehmen, weil Platz ist ein bisschen begrenzt. So. Wie sieht es denn aus? Da ist überall Wasser. Wir müssen irgendwie Dings finden. So, ich würde sagen, die nächsten paar Folgen werden wir mal ein bisschen unterwegs sein. Und hoffen, dass wir die Rubber Trees finden. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.